Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir über die Mavic Mini. Ich weiß, es gibt zig Videos über die Mavic Mini, aber ich möchte nur nochmals darauf eingehen, warum ich gesagt habe beim letzten Video, dass ich glaube, dass ich zu viel Erwartungen in die Mini gesetzt habe. Und zum einen, ich möchte euch zeigen, wie es mir ergangen ist mit den Verbindungsabbrüchen, Schrägstrich mit weiteren Störungen, die ich über den Support von DJI, der wirklich sehr, sehr nett ist, geklärt habe. Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Bevor wir jetzt zum Flug-Footage kommen, das ich für euch vorbereitet habe, muss ich sagen, die Probleme, die ich hatte mit der Drohne, wurden großteils mit dem letzten Update, 300 zum Schluss, sage ich mal, eliminiert. Ich war davor nochmals fliegen und für alle, die glauben, die Antennenausrichtung passt nicht von meinem Controller, hier ein kleines Video, wie es aussah, als ich ca. 3 Meter von mir flog, die Drohne in Kopfhöhe hatte, den Controller vor mir, die Antennen gerade ausgerichtet, weil ja die Strahlung geht ja nach vorne und zurück, so gesehen, wenn die Antennen nach oben stehen. Und ich hatte trotzdem Verbindungsabbrüche. Aber ich muss sagen, als ich das Update machte und ich wieder rausging und fliegen wollte, war ich überrascht, dass sich wirklich was verändert hat. Ich hatte inzwischen zwar ein anderes Problem, betrifft aber jetzt auch nicht die Drohne. Wenn wir hier mal und mein Case aufmachen, sieht man, ich habe den Controller drin und die Ladestation und habe hier nur mehr einen Akku drinnen. Ein Akku ist in der Drohne und ein Akku hat den Geist aufgegeben. Der eine Akku, der den Geist abgegeben hat, hatte die Fehlermeldung Fehler Akkuzelle, wenn jemand den gleichen Fehler hat. Einfach den netten DJI-Support anrufen, den Fehler durchdiskutieren mit ihm. Er wird dich daraufhin hinweisen, dass du einen Reparaturantrag, so heißt es, einen Reparaturantrag über die Homepage machst. Ist alles sehr, sehr unkompliziert. Das Gerät, man bekommt eine Rücksendenummer, das Gerät zurücksenden zu DJI und warten. Es hat bei mir jetzt circa eine Woche gedauert. Aber gestern bekam ich die Information, dass mein Akku wieder auf dem Weg zu mir ist. Und ich muss sagen, der Support war sehr, sehr nett. Und das muss ich wieder hoch anrechnen. DJI, sie kümmern sich um ihre Kunden, auch wenn Fehler passieren. Darum habe ich auch gesagt, wenn ich ein Montagsgerät erwischt hätte, wäre es keine Tragik gewesen, die Drohne einfach als Ganzer einzuschicken. Mit den Support-Menschen von DJI habe ich auch durchgesprochen die Verbindungsabbrüche, die ich hatte und warum das passiert. Er kam auch natürlich mit der Ausrichtung, aber es war zum Beispiel eine Fehlermeldung, die ich nicht kannte und da war er so nett, er testete es für mich und konnte mir danach erklären oder per Mail senden, dass es bei dieser Fehlermeldung, ich zeige sie kurz, es bedeutet, dass euer Smartphone die Verbindung zum GPS verloren hat. Also es gibt einmal die Fehlermeldung, ihr habt keine Verbindung zum Controller mit eurem Smartphone und es gibt nochmal einen Fehler, den was ihr hier nochmal seht, wo euer Smartphone die Verbindung zum GPS verliert. Aber genug gequasselt, es gibt Sachen, die man verbessern kann und es gibt Sachen, die so gut wie möglich umgesetzt wurden von DJI. Meiner Meinung nach, die App muss verbessert werden. Ich finde die App nicht gut, würde ich mal sagen. Oder es ist auch so, da ich die Go-App gewohnt bin und hier so limitiert bin bei den Einstellmöglichkeiten. Ja, ich persönlich, mir gefällt die App nicht. Fakt. Die Drohne ist eine sehr, sehr gute Drohne. Die Bildqualität finde ich auch sehr gut.
Wobei ich mir wünschen würde, dass man wenigstens bei Videos ein wenig selbst eingreifen kann für eine Korrektur. Aber ja. Und was ich mir trotzdem noch wünschen würde für diese Drohne, wäre weitere Quickshots. 4 Quickshots, okay, sind wenig, finde ich. Aber kommen wir zum Abschluss. Ich persönlich bin froh, dass ich mir die Mavic Mini gekauft habe, auch anfänglicher Probleme. Natürlich muss man sagen, das Produkt ist neu, DJI wird permanent nachbessern und das haben sie bis jetzt immer gemacht bei allen Drohnen, die ich hatte von DJI, wo es zu kleineren Problemen kam. Die Drohne oder die Software wurde verbessert für die Drohne. Wie gesagt, ich bin kein Freund von der App, ist halt so, aber trotzdem ein cooles Teil und wirklich für Leute, die gerne auf Reisen gehen, sicher die optimalste Drohne aufgrund der Gewicht und der Video-Fotoaufnahmen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt zur Mavic Mini, fragt. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und einige Videos über Drohnen und anderen Technik-Krimskrams, würde ich mal sagen, sehen wollt, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Bis dann. Ciao. Natürlich jetzt das Flugfootage. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Hallo, hallo, ich bin die Mini. Nur Blödsinn im Kopf. Jetzt zum Abschluss möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, die mich im Jahr 2019 unterstützt haben. Und ich wünsche euch allen eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im Jahr 2020 bei weiteren Videos. Ciao!